Guten Tag, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Mining und Construction Projekt. Ich bin gerade mit dem Traktor unterwegs. Wir fahren jetzt erstmal ganz schnell in die Mine, dort noch ein paar Rohstoffe fix hier auf den Anhänger laden und abliefern. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall erstmal für die ganzen Kommentare. Ja, viele haben auch geschrieben, schade, dass Füße nicht mitmachen kann, weil er hat sich ja so auf die Map gefreut und so weiter und so fort und was auch immer. Und dann natürlich noch die Kommentare, wo man die Autoreifen kriegt hinter dem Händler. Dafür vielen Dank. Dann, den Sand und so weiter. Alles die ganzen offenen Fragen. Also da wirklich tausend Danke für den Support, für das Projekt. Das ist nicht allen gefällt. Ja, okay, mag sein. Ist in Ordnung. Es ist mal was anderes. Uns macht es riesen Spaß. Und deswegen, wollen wir das einfach machen und mal gucken, wie weit wir hier kommen und was wir Schönes machen können. So. Ja, wen haben wir denn hier? Ja. So, hab hier schon alles vollgeladen für dich, du. So, ach komischerweise, funktioniert, Bro. Ja, was machst du überhaupt hier in meiner Mining-Werkstatt? Ja, hier? Ja, ist klar. So, ich habe mir den Bobo wieder eingeladen hier. Er hat sich totgebettelt und dieses Betteln, das wurde vom Modder erhört. Dafür einfach mal vielen, 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 vielen Dank an diesen, an den Modder Nonius, Nonus, Non, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat der Modder in die Kommentare geschrieben, dass wir bitte dringend auf die neue Map-Version updaten sollen. Er hat eine V05 rausgebracht. Wo der UPK-Mod beseitigt wurde, also der UPK ist dann quasi hier fest eingebaut oder er hat es halt geändert. Man braucht den UPK nicht mehr. Er hat noch ein paar andere Sachen gemacht, wenn wir nämlich zum Beispiel mal hier schauen, hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6 hinzugefügt. Da steht eben jetzt hier oben die Beschriftung Weinhaus, Raffinerie, Construction Area, Harbor, Mine und Train Logistik und noch ein paar kleine andere Sachen. Und dafür einfach mal vielen Dank, weil anscheinend hat er unsere Videos geschaut oder von mir dann noch die Videos gesehen und auch, dass ich halt etwas traurig war, dass wir eben nur noch einen Singleplayer haben, weil das nicht geht und wir dann beide einzeln spielen müssten und hat sich wahrscheinlich rangesetzt und gleich den UPK oder die Map so umgebaut, dass der UPK nicht mehr gebraucht wird und wir können jetzt Multiplayer spielen. Wir können beide bei den Triggern laden, beladen und sonstiges und das, was noch ganz cool wäre, ist, das wissen wir noch nicht, ob es funktioniert. Aber da wird man uns jetzt auch nicht dran stören, wenn es nicht funktioniert. Du kannst mal bitte in den Traktor switchen und lädst mal bitte hier ab. Achso, ja, ich habe hier den anderen Anhänger schon fertig. Switch mal rein, lad mal ab und ich will mal gucken, ob das... weil wir spielen aktuell noch mit einem gehosteten Game. Wir werden dann irgendwann eventuell noch auf den Dedicated Server umsteigen, müssen wir mal schauen. Da hat mal ein Modder, der hat das hingekriegt, nicht so wie bei der Kaisona, da läuft ja gar nichts. Geht die Zahl hoch bei dir? Nee. Echt nicht? Nee, echt nicht. Bei dir denn? Hm. Also bei mir sind es jetzt 37.000 drin. Bei dir steht immer noch 0? Bei mir steht immer noch 0, ja. Hm. Ja, 0. 0, 0, 0. Wieso hat er denn das nicht gemacht? Ja, no. Also, lieber Modder, das bitte noch machen hier. Mit dem Abladen, Anzeige von den Schildern. Warum? Ach, sind schon Wassertrailer hier? Nee. Müssen wir kaufen. Das Problem ist, wir mussten einen neuen Spielstand wieder anfangen. Zum 100. Mal mittlerweile. Und hoffen. Warte mal, Wassertrailer. Mit dem Wassertrailer gab es nämlich ein kleines Problem. Mit dem More Realistic. Um das Ganze hier hochzuziehen. Boah, ich muss mal die Tür aufmachen, ey. So. Ich glaube, wir könnten das... Warte mal, wir sind ja unsere Mining-Kompanie, deswegen kaufen wir das einfach so. Kaufen den noch dazu. Überladerohr brauchen wir eigentlich nicht. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, traktortechnisch.
Wir haben das, das und das. So, uiuiui. Oh. Wieso? Was ist da der Unterschied? Das verstehe ich nicht. So. Ah, okay. Nee, warte mal, was fehlt hier? Design? Das Design fehlt. Was haben wir hier für ein Design noch? Oh, so, sorry. Ach, diesen Maisgrill, okay. Wieder da. Jo. Wir könnten das mal noch probieren. So, ich bringe jetzt noch mal eine Ladung Sohlen nach oben, ne? Ja. Du könntest mal... Warte mal, bring noch eine Ladung oben, dann werden wir den Case mal verkaufen. Das Ding. Und holen uns den B-Track dafür. Oh ja. So. Oi, jetzt ist ja hier sogar eine Waschanlage. Toll. Jetzt haben wir hier eine Waschanlage, guck mal. Hui. Weißt du, was du auch mal eben machen kannst? Nee, warten. Den Hänger hier direkt mitnehmen und auch verkaufen. Ja, da bin ich. Okay. Meinst du? Ja, sicher. Ach, hier, komm, fahr da rein, ey. Und hier, da kannst du den schon wieder voll machen, ja, Junge. Ich gerade sagen, mach ich den voll, ey. Kippt der überhaupt nach hinten ab? Das ist ein Dreiseitenkipper, glaube ich, ne? Ja, ja. So. So, ja Tino, wie weit bist du überhaupt gekommen? Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe keine Folge gesehen. Nicht so weit. Also ich hatte hier ein bisschen aufgefüllt, hatte auch schon ein bisschen Gold produziert. Also Wasser quasi schon eingefüllt. Und eben die Goldproduktion schon angeschmissen. Dann hatte ich hinten noch diese Waschanlage, glaube ich, schon mal angeschmissen und mit Diesel befüllt und so weiter. Hab mich die ganze Zeit gefragt, wo es Sand gibt auf der Map. Ja, Sand musst du selber produzieren. Ja, aus Steinen, ne? Genau, ja. Lädt der jetzt nicht ab hier? Ach, das ist doch scheiße. So. Gibt der gar nicht hinten ab? Liebe ich das, ey. Jetzt befüllen wir hier mal alles geschippt. Was heißt eigentlich Soil? Dreck oder was? Oder Erde? Erde, ja. Abfall. Keine Ahnung. Oh, jetzt. Okay, dann verkaufe ich das komplette Gespann, ja? Ja, mach mal. So, ich habe jetzt auch mal ein bisschen was anderes gekauft, weil... ich hatte das letzte Mal diesen mittleren Wassertank. Aber ich habe jetzt mal gleich den IT-Runner gekauft. So, warte mal, da müssen wir da runter zum Shop düsen. Da können wir eigentlich quasi hier komplett gerade runter. Ja, Leute, was natürlich echt scheiße ist, wir müssen halt wieder ein neues Safecam anfangen. Aber wir sind innerhalb von kürzester Zeit auch wieder das, was ich schon gemacht hatte. Also das war ja nicht wirklich viel. Und schauen wir mal, also ich denke mal, das kriegen wir hier richtig gut easy peasy in den Griff. Und können auf jeden Fall ein bisschen was produzieren, das wäre ganz... Also wir hoffen, ganz nice. Wir wollen es ja jetzt auf den Dedicated Server ziehen. Wir hoffen, dass wir da nicht auch schon wieder von vorne anfangen müssen, ne? Ja, das müsste halt das Safe Game irgendwie mit drauf kriegen, so dass dann der Dedicated Server das akzeptiert, aber ach, ich habe gar keine Ahnung. Ah, Tiger müsste nächste Woche kommen. Ich wollte gerade sagen, wo ist eigentlich Tiger, Mann? Das Coole ist auch eben durch dieses neue Zugsystem hier, kann man direkt auch in den Zug verladen und kann das alles verkaufen bis runter in den Hafen. Dort kann man nämlich alle Sachen verkaufen. Hattet ihr... Au. Gesundheit. Aua. Das ist aua, ja. Hattet ihr auch in die Kommentare geschrieben? Oh. Nicht die Lunge daneben oder was? Ja, ist gerade ausgeploppt.
So. Okay. Ich kaufe den MB-Drak. Spaß, ey. Ja, ich kaufe den MB-Drak gleich in der größten Ausführung als Silberdistel. Wenn du noch hier Geld über hast, ne, hol mal direkt ein Wasserfass mit. Ja, ja, ne, hab ich ja. Ach so. Hab ich ja. Hab gleich 50.000 Liter Tank. Deswegen MB-Drak. Weil das. Die Karre hier zieht ja nichts mehr. Ja. Boah, Sau, ey. Also nur noch. Alter, was geht ab? So. Oh, da ist was runtergefallen, glaube ich. Ja. So, MB-Drak. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Kohle. MB-Drak. Das Radsetup. Breitreifen. Hast du die Drive Control mit drin? Ja. So. Was denn hier, ey? Oh. So, wollen wir mal schauen. Wo mir hochgedüst, du. Boah, ich hoffe mal. Ich hoffe mal wirklich. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich noch ein anderes Dings nehmen, ey. Anderes was? Farbe. Aber warte mal, den kann ich ja hier noch konfigurieren. Woher kommt denn jetzt auf einmal die 12.580? Hast du 12.580? Ja. Aber weil ich separate Konten dann habe, Moment. So. Ja. Schon gewundert. Konfigurieren. Wir machen alles in Orange. Ja. Orange ist gut. Alles so ein. Achso, sind nur die Reifen. Lol. Alles kriegt so ein. So ein fettes Orange, ey. So, das ist auch der MB-Drak von Tiger. Den habe ich nämlich extra mit rübergenommen. Aus dem Animals-Projekt. Weil der etwas leistungsoptimierter ist. Also da brennt die Luzi richtig. Und der müsste das eigentlich hier. Ja, ich weiß es nicht. Aber wir schauen mal. Eigentlich müsste das ja bewältigt kriegen. Ja, der ist ein bisschen zornig. Da muss man mit dem Gas ein bisschen aufpassen. Zornig ist er. Ja, ja. Los, du musst es schaffen. Du kommst überhaupt nicht hoch, oder was? Der New Holland hat ja nicht viel Power, ne? Der New Holland? Ja. Echt? Hä, der New Holland? Das ist aber schon der größere. Ja. Das ist schon der T7, der hat 288 PS, Junge. Ja. Ja gut, 288 PS ist hätte, das, was man hier hat. Hätte wahrscheinlich mehr Power, wenn er grün wäre und da Deutsch draufstehen würde oder so. Ja, auf jeden Fall. Alter, der MB-Drak eskaliert ja komplett mit dem Fass hinten drauf. Warum? Ja, der, es ist einfach nur so, was? Habt ihr mir was hinten dran gehalten? Ich merke gar nichts, was? Wo? Wo hier hängt der ganze dran? Hängt noch was dran. Ja, ey, übelst, Alter. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn da 50.000 Liter drin sind. Ach, der rennt im Begrenzer hier hoch, Junge. Ist das der Kult, ey. Da hat Tiger aber, glaube ich, ey, ich weiß nicht, ey. Da haben die wahrscheinlich, was weiß ich, ey, für einen Motor reingebaut. Noch einen Actros-Turbolader drauf oder so. Das ist das Geile, wenn er gleich so, wenn er sobald er Leistung abfragt, wenn es ein bisschen bergauf geht, hat er einfach diesen Killer-Sound, ey, diesen mörderischen Killer-Sound. So, ja. Killer-Sound. Ja, the Sound of the Killer. Boop, boop. Oh, wir haben gleich hier schon drei Anhänger nach oben. Wo bleibt das Wasser? Wir bauen ein Goldkino. Wir haben einen großen Auftrag mit der Goldschmiede, die wollen da 500.000 Armbanduhren in Gold, Kuchen Gold machen. 500.000 Armbanduhren?
Ja, da sind schon zwei von für uns reserviert natürlich. Da weißt du aber, wie oft den Anhänger noch hin und her fahren muss, oder? Ah, Schlammloch, ist mir doch egal. Ich bin in dem B-Truck. Alter, das Ding, ey, das ist einfach zu krank. Deswegen habe ich den auch mit reingenommen. Ist ja heftig. Einfach nur heftig. Ja, Siri, gell, da gehst du auch gleich steil. So, was steht jetzt hier? So. Geil, absolut geil. So, dann wollen wir erstmal ein bisschen Wasser tanken, würde ich sagen. Ich glaube, das Teil müssen wir abstellen zum Wasser tanken, ne? Aber wir probieren es mal. Ach nee, geht sogar, wenn er drauf ist. Das ist gut. Da auch ein Schlauch? Nee. Boah, ist das schön. Die Zecke wird gar nicht voll. Ach mal, 10.000 ist das. Was denn? Okay. Also hier ist quasi 50.000 Liter. Ah, hier hinten die Anzeige an dem Dings. Weißt du eigentlich, dass du die Schaufel nach vorne wegkippen kannst? Ja, ja. Achso, machst du auch, oder was? Mach ich auch, ja. Ist ja übelst cute, ey. Der haut hier den Soll raus, ey. Ein Anhänger nach den anderen. Ja, sicher. So, und wir versinken hier langsam in dem Schlammloch. Und wie kommst du da raus? Ich glaube, wir sollten mal eine Abschleppstange vorsichtshalber. Achso, das sollten wir auf jeden Fall auch mit reinnehmen, ja. Das könnten wir wirklich mit reinnehmen, diese Abschleppstange. Aber hier stehst eine Stunde, bis das Ding voll ist. Was zu tun, du? Ist tot oder was? So. Okay, das heißt, die Goldproduktion geht auch gleich wieder los. Sehr gut. So, was müssen wir denn dann noch holen? Müssen wir mal schauen. Wir müssen ja da noch mehr in Betrieb nehmen gleich. Oder beziehungsweise könnte man mehr in Betrieb nehmen. Da geht ein bisschen rum, der Kleine. Wie weit man nach hinten fahren muss, Das ist irre, ne? Ja. Ah, der Trigger ist wirklich sehr weit hinten platziert, aber naja, ist halt so. So, Alter, und das läuft hier so langsam rein, das gibt's ja gar nicht. Leider. Ich dachte, jetzt habe ich hier keine Anzeige, wie viel schon drin wäre. Ach so. Auch nicht mit F1, das ist schade. F1 zeigt er auch nicht an? Nee, auch nicht, nein. Was steht da? Alles null oder was? Alles null, ja. Jetzt hier irgendwie Rohstoffe, Wasser, Soll, 0%. Naja, macht nichts, nimm schon hin. Wenn du es ja sehen kannst. Soll ich da direkt noch eine Ladung reinbringen oder soll ich vielleicht auch mal was anderes beladen? Ich weiß ja nicht. Ja, warte mal. Du kannst mal ganz kurz schauen, was wir hinten brauchen. Tim? Bei dem nächsten. So. Ach, hier. Mhm. Schauen wir mal eben. Hier, wir sind schon. Oh, Steine müssen hier rein. Aber woher bekomme ich Stein? Stein muss ich selber abbauen, ne? Hier, Stein bekommen wir. Limestone für abbauen. Das da reinschmeißen und daraus kriegen wir Steine. Bin mir aber nicht ganz sicher. Stone, genau. Hey, da was bekommen wir Zement. Das wird interessant werden hier.
denn? Na, mit dem MB-Drag jetzt hier rauskommen. Ach, Steine kann ich ja hier vorne abbauen. Ja, ich baue mal Steine ab. Ich da das Ding mal hier hochfahren, ne? Alter. Wir sind schon bei 20 Minuten, ne? Jo. Ich habe hier ein ganz anderes Problem. Mit dem Wassertank. Kommst du jetzt nicht hoch, oder was? Ja, will nicht so recht. Komm aus dem Drecksschlammloch nicht raus. Das gibt's ja nicht, ey. Na gut, meine lieben Freunde, aber wie man hier vielleicht rauskommt, das gibt's ja in der nächsten Folge. Und dann lasst das mal auf jeden Fall das Däumchen da. Wir jetzt wieder zu zweit hier unterwegs. Und ja, ansonsten Mod-Vorschläge immer in die Kommentare. Ey, jetzt guck mal hier, Alter, ey. Oh, soll ich dich da mal rausdrücken? Ja, ja, und schaut auf jeden Fall bei Füßi vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.